Johann Hieronymus Schröter, Astronom, 1764 bis 1767, Rote Straße 17. Johann Hieronymus Schröter. Johann Hieronymus Schröter, geboren am 30. August 1745 in Erfurt, gestorben am 29. August 1816 in Lilienthal, war Jurist, hoher Beamter und einer der bekanntesten Astronomen seiner Zeit. Er führte genaueste Beobachtungen der Planeten durch, fertigte sehr detaillierte Mondkarten an und baute große Spiegelteleskope. Die von ihm errichtete Sternwarte Lilienthal war mit den größten Teleskopen Europas ausgestattet und jener Ort, an dem das Wirken von Friedrich Wilhelm Bessel für die Astronomie begann. Vom Juristen zum Astronomen. Schröter wurde als Sohn eines Rechtsanwalts geboren. Der Vater starb, als Schröter 9 Jahre alt war. Nach Abschluss seiner Schulausbildung begann er 1762 an der Universität Erfurt das Studium der Theologie. Daneben interessierte er sich für Musik und Astronomie. Im Turm der Schottenkirche war eine behelfsmäßige Sternwarte mit einem Fernrohr eingerichtet worden. Hier führte er mit Freunden Himmelsbeobachtungen durch. Im März 1764 wechselte Schröter an die Universität Göttingen, um Rechtswissenschaften zu studieren. Er hörte auch Physik und Astronomie bei Abraham Gotthelf Kästner, der sein Gönner wurde und besuchte regelmäßig die Göttinger Sternwarte. 1767 schloss er das Studium der Rechtswissenschaften ab und begann eine Laufbahn als Beamter. Zunächst in Polle an der Unterweser, dann in Herzberg am Harz. 1777 wurde er als Sekretär der Königlichen Kammer nach Hannover versetzt. Durch sein Interesse an der Musik lernte er die Familie des Hausboisten und Mechanikers Isaac Herschel kennen. Dessen zweiter Sohn, Wilhelm Herschel, war als Musiker nach England gegangen und betätigte sich dort mittlerweile als Astronom mit selbstgebauten Fernrohren. Durch Berichte von Herschels Geschwistern inspiriert, wandte sich Schröter abermals der Astronomie zu. Er lieh sich dazu zunächst ein einfaches Fernrohr von einem Optiker aus. Nach Beratung und Vermittlung von Dietrich Herschel erwarb er 1779 ein doppellinsiges, farbreines, terrestrisches Fernrohr, einen Achromaten von John Dollond mit 2¼ Zoll Öffnung und 3 Fuß Brennweite, ca. 5,5 zu 91 cm mit 5 Wechselokularen, 22 bis 130-fach. Er begann mit der Beobachtung der Sonne, des Mondes und der Planeten. Wilhelm Herschels Entdeckung des Uranus im Jahre 1781 veranlasste Schröter, systematische und intensivere Himmelsbeobachtungen durchzuführen. Im Mai 1782 wurde Schröter in das abgeschiedene Moordorf Lilienthal bei Bremen versetzt, wo er eine Stelle als Oberamtmann antrat. Diese Tätigkeit ließ ihm genügend Zeit, sich der Astronomie zu widmen. Im Garten des Amtshauses richtete er zunächst eine einfache Sternwarte ein. 1784 baute er ein leistungsfähiges Spiegelteleskop mit 12 cm Öffnung und 122 cm Brennweite. Den Spiegel und 8 Okulare hatte ihm Wilhelm Herschel aus England geschickt. Die Ergebnisse der damit gemachten Beobachtungen von Mond und Venus veröffentlichte Schröter in Fachpublikationen. Privatsternwarte, Riesenteleskop und Himmelspolizei. Nach intensivem Briefaustausch mit Herschel erhielt Schröter 1786 weitere Bauteile, mit denen er ein Spiegelteleskop mit 16,5 cm Öffnung und 2,14 m Brennweite baute. Im Garten ließ er ein zweistöckiges Observatorium errichten. Er verfasste Arbeitspläne zur systematischen Untersuchung von Sonne, Mond, Venus, Mars, Jupiter, Saturn sowie von veränderlichen Doppelsternen und nebeligen Objekten. 1788 errichtete Schröter im Garten einen zweiten Beobachtungsstandort, den er Urania-Tempel taufte. Bei seinen Beobachtungen kam ihm seine ausgezeichnete Sehschärfe zugute. Er war daher besonders kritisch gegenüber seinen selbst hergestellten Teleskopen und verbesserte ihre Leistungen immer weiter. 1792 machte er die Bekanntschaft von Professor Johann Gottlieb Friedrich Schrader von der Universität Kiel. In der Folgezeit optimierten die beiden zusammen mit Schröters Gärtner Harm Gefgen
die Verfahren zur Herstellung von Teleskopspiegeln, die damals noch aus Metall bestanden. Zur Erhöhung des Reflexionsvermögens dampften sie eine Schicht von Arsen auf die herkömmliche Kupfer-Zinnlegierung auf. Nach entsprechender Justierung entstanden so Teleskope mit sehr guten Abbildungsleistungen, zum Beispiel eines mit 24 cm Öffnung. 1794 stellte er ein Riesenteleskop fertig, das über 50,8 cm Öffnung und 8,25 Metern Brennweite verfügte. Es wurde vor allem zur Beobachtung der Nachtseite des Mondes, der Registrierung von Nebeln und Sternhaufen und der Planeten bei Tageslicht eingesetzt. Durch das Teleskop erlangte Schröter Berühmtheit und er erhielt Besuch von Astronomen, hohen Staatsbeamten und Militärs. Mit Franz Xaver von Zach und Heinrich Wilhelm Olbers gründete er 1800 in Lilienthal die Astronomische Gesellschaft, um die Verbreitung von Wissen und Entdeckungsdaten zu fördern. Erster Präsident der Gesellschaft wurde Schröter. Er und Zach organisierten die sogenannte Himmelspolizei für eine gezielte Suche nach einem vermuteten Planeten zwischen Mars und Jupiterbahn. Die Bereiche um die Ekliptik wurden verschiedenen Sternwarten zugeordnet und die Suche gestartet, doch entdeckte zufällig Piazzi in Palermo den ersten Kleinplaneten. Hingegen wurden in den Folgejahren die Asteroiden Nummer 2 bis 4 in Bremen und Lilienthal entdeckt. Weitergabe der Sternwarte und Friedrich Wilhelm Bessel. Ab 1799 reichte Schröters Gehalt als Oberamtmann nicht mehr für die Unterhaltung der Sternwarte und die Kosten seiner Veröffentlichungen aus. Er verkaufte daher die gesamte Ausrüstung an den englisch-hannoverschen König Georg III., wobei die Geräte in Lilienthal verblieben. Schröter erhielt dafür 1200 englische Guineen, nach heutigem Wert etwa 150.000 Euro, eine Rente von 300 Talern und 200 Taler zur Unterhaltung seines Sternwarteinspektors. Nach Schröters Tod sollten die Geräte an die Universität Göttingen gehen. Inspektor wurde Karl Ludwig Harding, der seit 1796 Schröters Sohn Johann Friedrich unterrichtete. Harding entdeckte 1804 von Lilienthal aus den dritten Asteroiden Juno. 1805 ging er an die Universität Göttingen. Von 1806 bis 1809 arbeitete Friedrich Wilhelm Bessel auf Empfehlung Olbers als Assistent in Lilienthal. 1809 wurde er an die Universität Königsberg berufen, wo er in den nächsten Jahrzehnten seine bahnbrechenden Arbeiten durchführte. Schröters ehemaliger Gärtner, Harm Gefgen, nutzte seine erworbenen Kenntnisse und gründete in Lilienthal eine optische Werkstatt zur Herstellung von Spiegelteleskopen, wobei er auch Schröter belieferte. Gefgen verstarb allerdings 1811 im Alter von 55 Jahren. Wahrscheinlich hatte er sich im Laufe der Zeit zunehmend mit den Arsendämpfen vergiftet, mit denen er die Spiegel verbesserte. Infolge der Napoleonischen Kriege kam Lilienthal 1810 unter französische Verwaltung und Schröter wurde zwangspensioniert. Seine Bezüge wurden nicht mehr gezahlt, die Gelder aus England waren seit 1806 ausgeblieben. Am 21. April 1813 führten französische Truppen eine Strafexpedition durch und brannten die Ortschaft Lilienthal nieder. Schröders Amtshaus mit den Aufzeichnungen verbrannten. Die Sternwarte blieb zwar verschont, wurde jedoch geplündert. Im November 1813 wurde Schröter wieder in sein Amt eingesetzt. Da sich aber sein Gesundheitszustand verschlechterte, ließ er vertragsgemäß alle Instrumente, die vor 1799 gekauft worden waren, nach Göttingen transportieren. 1816 verstarb Schröter im Alter von 70 Jahren in Lilienthal. Er wurde an der Westseite der dortigen Klosterkirche beigesetzt. Nach seinem Tod verfiel die Sternwarte. Die letzten Reste wurden 1850 abgerissen. Zu Schröters Gedenken wurde ein Krater und das Schrötertal auf dem Mond, ein Krater auf dem Mars sowie der Asteroid 3707 Schröter benannt. In Lilienthal wird heute eine Heimatstube unterhalten, in der ein Modell der Sternwarte besichtigt werden kann.